Typisch Deutsch. Willkommen zu Folge 2 der Serie Typisch Deutsch. Mein Name ist Franklin Thumescheid. Heute geht es um die Frage: Der Gartenzwerg, des Deutschen liebstes Kind? Bei meiner Recherche für dieses Video bin ich auch im Internet auf die Aussage gestoßen, dass es in Deutschland etwa 25 Millionen Gartenzwerge geben soll. Woher diese Zahl 25 Millionen jetzt allerdings stammt, das habe ich nicht feststellen können. Auch über den Ursprung der Gartenzwerge gibt es unterschiedliche Informationen. Einige Quellen sagen, dass der Gartenzwerg oder der Vorläufer des Gartenzwergs ursprünglich aus Anatolien stammt, wo er schon im 13. Jahrhundert verwendet wurde und dann im 16. Jahrhundert über Italien und dann später auch nach Deutschland gekommen ist. Andere Quellen sehen den Gartenzwerg dagegen schon als deutlich älter an und sagen, dass er schon zur Zeit des römischen Imperiums in römischen Haushalten verwendet wurde, damals noch eher als Steinfiguren, die den Garten geschmückt haben und nicht unbedingt in seiner heutigen Zwergenform. Unbestritten ist dagegen, dass Steinfiguren zum Gartenschmuck auch schon in früheren Jahrhunderten in den Gärten deutscher Adliger aufgestellt wurden. Aber auch damals waren es nicht unbedingt Zwergenformen, obwohl es auch Zwergen gab, die dann an Hofzwerge und Hofnarren erinnert haben sollen. Allerdings handelt es sich dabei eher um Steinfiguren, die von Künstlerhand als Einzelstücke gefertigt wurden und nicht um Gartenzwerge aus Massenproduktion, wie wir sie heute kennen. Den Gartenzwerg in seiner aktuellen Form mit der charakteristischen roten Zipfelmütze gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine der ältesten deutschen Gartenzwergmanufakturen ist die Firma Philipp Kriebel aus Gräfenroda in Thüringen, die seit den 1880er Jahren Gartenzwerge in Handarbeit herstellt. Der ursprüngliche Gartenzwerg war eine Nachbildung eines thüringischen Bergmannes. Daher stammt auch diese rote Zipfelmütze, die zur Arbeitskleidung der thüringischen Bergleute gehörte und den Kopfverstößen in den niedrigen Stollen schützen sollte. Später wurden dann auch weitere Berufe durch Gartenzwerge dargestellt, vor allen Dingen Jäger, Angler, aber auch Schmiede, wurden als Gartenzwerge gebaut. Relativ berühmt ist natürlich auch das Motiv von Schneewittchen mit den sieben Zwergen drumherum. Im Jahr 2019 hat die Deutsche Welle ein kurzes Video mit einem Porträt der Firma Kriebel hergestellt. Das ist ganz interessant anzuschauen. Da wird auch erklärt, wie Gartenzwerge auch dort heutzutage noch von Hand hergestellt werden. Ich werde den Link unten in der Beschreibung dieses Videos mal hinzufügen. Spätestens seit den 1960er Jahren hat die Beliebtheit des Gartenzwergs in Deutschland allerdings kontinuierlich abgenommen. Unter anderem deswegen, weil der Gartenzwerg als Inbegriff für Spießbürgertum und Kitsch gilt. Daran ändert sich auch nichts, durch die Tatsache, dass in den 1990er Jahren eine kleine Renaissance der Gartenzwerge stattgefunden hat, allerdings nicht mehr mit den traditionellen Motiven von Bergmann, Jäger und Angler, sondern es gibt nun witzigere und frechere Versionen des Gartenzwerges. Aber kommen wir mal zurück zu der Ursprungsfrage, der Gartenzwerg des Deutschen liebstes Kind. Dazu habe ich eine Statistik gefunden, wieder von der Firma Statista, und das Ergebnis ist doch schon etwas überraschend.
Im Jahr 2000 gab es eine Umfrage. Man hat 2000 Deutsche über 16 Jahre befragt, ob sie es mögen, wenn ein Garten mit Gartenzwergen geschmückt ist. Und das überraschende Ergebnis: nur 30% der Befragten sagten ja, das mögen wir, während fast doppelt so viele, nämlich 57%, sagten nein, das mögen wir gar nicht. Ich denke, dieses Umfrageergebnis beantwortet die Ursprungsfrage ganz deutlich. Der Gartenzwerg des Deutschen, liebstes Kind? Nein, auf keinen Fall. Nur 30% der Deutschen mögen Gartenzwerge. 57% der Deutschen mögen ihn absolut überhaupt nicht. Und damit ist, obwohl er als typisch deutsch gilt, der Gartenzwerg ganz bestimmt nicht des deutschen liebstes Kind. In der nächsten Folge von Typisch Deutsch werde ich mich mal mit der Currywurst beschäftigen und bis dahin verbleibe ich mit einem typisch deutschen Tschö aus der Ukraine. Typisch Deutsch.